Am Ufer die Ruinen der alten Küstriner Festung. Ort einer Disziplinierungsmaßnahme, denn hier musste der junge Friedrich der Große zusehen, wie sein Freund Katte hingerichtet wurde. Grausam findet auch die deutsch-polnische Besuchergruppe. Die sieht etwas Backstein, viel Natur, aber sonst. Und das war mal eine Stadt. Herzlich willkommen in der Küstriner Altstadt, heute hier im heutigen Kostrzyn. Serdecznie witamy na Kostrzyńskim Starym Mieście, we współczesnym Kostrzynie nad Odrą. Wir befinden uns jetzt hier oben an diesem Teil, die Küstriner Altstadt. Küstrin wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört. Die Ruinen überließ man sich selbst. Pompeji von Küstrin. Apothekergasse, Schlossfreiheit, Berliner Straße, Marienkirche, alles weg und irgendwie doch nicht. Die 87-jährige Leonore Czacher trifft auf die Gruppe. Leise sein, na gut, aber zuhören, nein, das muss sie nicht. Sie weiß ohnehin besser als jeder andere, wo was war. Sie hat hier gelebt, bis sie 14 Jahre alt war. Sie sehen das Grün gar nicht, oder? Sie sehen auch die ganzen Häuser vor sich, alles oder? Und alle Namen hier. Glasermeister hier. Und jetzt kommt mein Bäcker. Bäcker Tränkler. Ach, die hatten so schöne Zuckerschnecken. Wo war der genau? Hier, die Ecke. Tränkler. Wunderbar. Wenn ich denn so morgens hier so von meinem Haus so über den ganzen Marktplatz ging zum Brötchen holen, da habe ich gedacht, ganz Küstrin gehört mir alleine. Diese Ruhe und kein Auto und gar nichts. Höchstens ein Taxi. Als sie bei ihrem alten Zuhause ankommt, ist sie enttäuscht. Gott, ich habe doch erst im April hier sauber gemacht, Donna Doria. Hier stand immer mein Fahrrad. Hat aber keiner geklaut. Die Berliner Straße 200. Wie oft ist Leonore Czacher, geborene von Zettelmann, hier hochgerannt. Wertvolle Messingknaufe schmückten einst den Eingang. Ein bisschen ordentlich soll es auch jetzt aussehen, selbst wenn kein Nachbar mehr guckt. Und dann die Erinnerungen, wie zum Beispiel an die Hausmusik. Eine Mu, eine Me, eine Tätere, Tätä. Und das spielte meine Mutter immer auf dem Klavier. Eine Rute, eine Tute, eine Hopp, 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 eine Didel-Dadel-Dumm, eine Wau, 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 eine Schingdretter-Bunk. Die unbeschwerte Kindheit endet abrupt mit der Flucht im Februar 45. Sie pflegt ihr Leben lang andere Menschen, erst Soldaten, dann Familienangehörige. Sie ist eine leidenschaftliche Küstrinerin geblieben. Es war ein schöner Sommertag. Und die Chance auf einen schönen Sonnenuntergang ist hoch. Deshalb bleiben wir bis zum Abend in der alten Festung von Küstrin. Wir gucken auf die Oder und ja, wir machen nichts anderes als einfach nur gucken. Heute stößt unsere polnische Kollegin Kinga zu uns. Was ist passiert? Ja. Gebrochen an der alten Reichstraße 1. Aufgebrochen an der alten Reichstraße. Das auch? Autotür geklemmt. Also wir fahren weiter. Alles für die Straße, genau. Okay. Die deutsche B1 ist zur polnischen DW132 geworden. Eine normale Landstraße. Und doch ist sie Teil einer uralten, bedeutenden Handelsroute. Es wird holprig und offensichtlich. Ja, hier wurde schon viel gefahren. Wir erreichen Gorzów, das alte deutsche Landsberg. Die erste größere polnische Stadt auf unserer Tour. Also Zeit für einen Kartengruß in die Heimat. Die Marienkirche. Der Brunnen. Die Stadtsilhouette mit der Warte. Viele Grüße. Bulgarische Roma-Musiker üben in einem Hotel direkt an der Straße. So sieht ein Roma im Original aus. Ich
Sehe gerade etwas anders aus, aber natürlich bin ich auch ein echter Roma. Jahr für Jahr organisiert Edward Dombinski ein Roma-Musikfestival in Gorzów. Und wo er auftaucht, gibt es stets ein Ständchen. Also auch in einer Hotellobby kann Roma-Musik die berühmte Magie entfalten, die das eher sachliche Ambiente vergessen lässt. Und wir hatten dann den ganzen Tag über noch das Dibi Dibi Dai Dibi Dai im Ohr. Wir kümmern uns um uns und er kümmert sich um den Wagen. Kurz hinter Gorzów liegt der kleine Ort Czelce Krajenskie. Dort kündigen Pädagogen eine besondere Aktion an. Kampf der Lethargie auf dem Lande. Willkommen, willkommen. In 10 Minuten beginnt ein wichtiges Ereignis auf dem Markt. Wir wollen die Aktivität der Menschen in Czelce prüfen. Herzlich willkommen. Entschuldigung, was passiert hier? Wir wollen die Energie der Einwohner hier messen. Und zwar mit Hilfe ihrer Luft, die sie ausatmen, erklärt uns der Pädagoge. Mal sehen, ob sie Energie haben oder eben nicht. Und wenn sie keine haben, dann müssen wir uns darum kümmern, dass sie aktiver werden mit zahlreichen Aktionen in dieser Gegend. Ein Alkoholtestgerät wird kurzerhand zum Aktivitätsmessgerät erklärt. Ich glaube, dass du aktiv bist. Du musst hier einfach 4 Sekunden lang intensiv reinblasen. 4 Sekunden. Blasen, blasen. Noch ein bisschen. 0-0. Tut mir leid. Noch ein bisschen. Jetzt? Keine Aktivität. Nee, das glaube ich nicht. Das ist nicht möglich. Ich halte dir die Daumen. Blasen. Noch ein bisschen. Pusten. Noch ein bisschen. Sehr schön. Wo ist der Alkoholtester? Aber ich trinke gar nicht. Das ist ein besonderes Messgerät, um die Aktivität zu messen. Und was muss man zahlen? Nichts. Sie wissen, wir sind Studenten, wir machen doch alles umsonst. Jetzt einfach reinblasen. So ganz hat sie den Sinn der Aktion nicht erfasst. Noch ein bisschen. Jetzt kann ich nicht mehr. Aber dann schwächelt das Konzept, denn der Alkoholtester zeigt 0,6 und nicht 0,0% wie sonst. Denn der junge Mann kommt geradewegs vom Frühschoppen. Etwas überrumpelt lässt sich der Angetrunkene feiern. Die Pädagogenaktion wird endgültig zur Ulknummer, die keiner mehr versteht. Ganz gemütlich geht es weiter gen Norden. Wir nähern uns langsam der Ostsee. Wir müssen tanken und wir stellen fest, bei dieser Tankstelle wird tanken zur Nebensache. Zum Beispiel, wenn man von einem Makaki, also einem japanischen Affen, beobachtet wird. Und gleich hinter der Zapfsäule Gras Soscha, das Zwergnilpferd. Zwergnilpferde sind übrigens Einzelgänger. Ganz anders Lamas. Die sind kontaktfreudig. Sind Sie wegen des Zoos gekommen oder wegen des Tankens? Nein, wegen dem Zoo. Das Lama hofft wohl auf ein anderes Lama, aber es ist Björn, unser Tonmann.